Hallo und herzlich willkommen zurück zu ja, TFT, es ist mal wieder soweit. League of Legends lässt grüßen. Letztes Mal haben wir Yordle ausprobiert. Das lief ehrlich gesagt semi-gut. Und ja, das Problem war, wir haben eine Kombination ausprobiert mit Yordle und Elemental. Und das klappt eigentlich ganz gut, das zusammenzulegen, aber ja, ich hatte nicht gut genug Einheiten. Also ich hatte viele Level 1er noch, als die meisten Full Teams aus Level 3 hatten, mehr oder weniger. Und deswegen hat es wahrscheinlich nicht geklappt. Dieses Mal werden wir nichts vorhaben. Wir nehmen einfach das, was kommt. Und vielleicht kommt was Gutes. Zum Beispiel wieder eine Kombination aus... Ihr kennt mich. Es muss einfach sein. So, ein Tank muss aber auch sein. So, Bogenschützen. Ich bin echt Fan von Bogenschützen, vor allen Dingen von dir, von ja, Kyle und Kindred, genau. Ich wollte ja die ganze Zeit Kindle sagen, aber das ja, war falsch. Ja, die Ult-Kombo ist einfach cool. Und vor allen Dingen ein guter Counter zu Draven. Nein. Das definitiv nicht. Definitiv. Die Dunkelheit sollte mich fürchten. Okay, soll ich den dann wegtun? Oder ich behalte es einfach. Dann habe ich ja nächste Runde safe Level 2 Fiora auch. Ich glaube, ich mache das so. Dann habe ich ja zwar die anderen nicht mehr, aber ja, safe Level 2 Fiora. Was gibt es denn? Das ist auch gut. Da kann man den nicht von shoppen. Ich muss natürlich wieder schauen, was die beiden geben. Ah, ja, das war das Arm. Also mit den beiden. Also die beiden zusammen finde ich sehr gut für Assassinen. Weil die springen ja hinten rein und disarmen quasi, disarmen gleich den Fernkämpfer, was auch sehr stark sein kann. Ah, ich glaube, das verliere ich. Ja. Kassadin am Anfang ist schon ziemlich stark. Dann hole ich mir mal den da und ein Level. So. Sehr schön. Genau, weich kritischen Schaden aus. Ja, komm. Das Passive ist ja ganz gut und es hat halt 15 und 20. Also 15 Geschwindigkeit, 20 Damage. Passt. Okay, der geht safe auf Verlieren. Weil er sich ja so komplett quer aufgestellt hat. So. Hm.
den da. Ich hol mir Shyvana, weil die Shyvana ist auch sehr stark. Also, wenn sie das nochmal ganz länger. Wenn sie es hinbekommt, sich zu verwandeln, natürlich. Morgana auch. Morgana ist auch gut. Ja, Igitt. Ui, das war ein guter Schaden. Und ich habe das gewonnen? Das ist ja heftig. Das ist ja krass. Gute Nobel 3. Ich könnte dieses Mal auf Nobel gehen. Also, ich hole mir entweder die... Ah, da oben bin ich. Entweder die Ash. Natürlich ist sie weg. Natürlich ist er weg. Was hole ich mir dann? Varus. Naja. Also, Varus mit Träne ist zwar auch ganz gut. Zack. Genau. Ja, genau, weil ich das mache. So. Die Frage ist... Will ich gewinnen? Eigentlich schon. Igitt. Der hat ja nur Assassinen. Das ist nicht gut. Und es ist nicht gut, dass er den Nobel-Buff bekommen hat. Ah Mann, jetzt verliere ich. Nun gut. Dann habe ich halt kein Buff mehr. Ist auch in Ordnung. So, Nobel. Das ist schick. Dann halt nicht. Auch noch ein Garen und noch ein Varus und hoffentlich verliere ich jetzt. Igitt. Also, der hat ja, warte, 1, 2, 3, 4, 5. Also 4 Items hat er bekommen. Oh ne, das... gewinne ich das? Nee, oder? Verdammt. Nicht gut. Boah, es ist so heiß, Mann. Oh, Gott. So, Varus. Super und... Super. Zweimal sehr super. Das war gut. Ah. Oder warte, dann mache ich lieber zweimal Vayne rein, weil dann schießt die auch nochmal schneller. Die bekommt ja auch jetzt den Buff von den Bogenschützen. Ist
Macht, glaube ich, mehr Sinn, als die jetzt einzeln. Noch ein Item? Yeah, und zwar hier. Das ist gut. So, und jetzt nochmal kurz nachschauen. Nachschauen. Achso, ja, ja. So, die beiden sind, wenn ein Gegner einen Spell macht, bekommt er 200 Damage. Ja. Kann man machen, muss man aber nicht. Nee. Ich bin unentschlossen. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Glaube ich wirklich. Ich glaube, das kann ich schaffen. Wenn er wieder seinen Ulti macht. Bam! Super. Gut. Jetzt habe ich nochmal gewonnen. Vigilana. Das da macht jetzt mehr Sinn. Gut. Als nächstes kommt natürlich Shilmana rein statt Viora. Ja, das ist der. Nee, doch nicht. Und Level 3. Nee, Barbic. Die. Super, super Ulti. Ah, nein. Ulti, schnell. Bam. Oh, nice. Super Ulti. Der war gut. Oh nein, jetzt bin ich erster. Was hat der? Ah, der hat die Gun. Gunslinger. Nochmal Nobel. Mhm. Ja, die haben gleich viel. Beziehungsweise sie hat mehr. Ja, passt. Oh. Das ist nicht gut. Ulti. Ja. Naja, daneben, aber trotzdem ausreichend. Noob Protector. Interessanter Name. Okay, zwei. Also, Nobel sind noch. Also, Leona ist Nobel. Kyle ist Nobel. Wer ist denn der nächste Noble? Wer ist denn noch Nobel? Puh. Weiß ich gerade gar nicht. Fiora, Vayne, Garen, Leona, Kyle und dann? Wer bleibt denn dann noch übrig?
Wer ist denn noch Nobel? Ich spiele ja gerade gegen niemand. Weh, ich verliere gegen niemand. Aber das sollte ich haben. Aber die brauche ich ja nicht. Die brauche ich nicht. Wer ist denn jetzt noch Nobel? Ich weiß es ja wirklich nicht. I can't remember. You can't remember. Nee, Braum nicht. Braum ist Beschützer und... Nee, Bewahrer und Eis. Ich weiß es wirklich gar nicht. Oh, und ich bin Level up. Ah, das war echt close. Das war sehr close. Also Varus ist gerade der Ultra Carry. Wirklich nicht drauf. Naja, wir werden es noch sehen. Ich mache aber den Nah rein. Anstelle von Shyvana. Finde ich gerade stärker. Also vor allen Dingen sein Ulti ist halt stärker als sie ist. Sie kommt halt dann rein, wenn sie Level 2 ist. Ihr seid auch noch ein Gestaltwandler. Aber wir haben gerade 40, deswegen kaufe ich ihn mir nicht. Uiuiui, die machen ja Damage. Wir haben hier ein Item. Und zwar so ein Item. Super. Superb. Das ist auch gut. Vor allen Dingen, wenn er reinspringt. Ja, komm. So, wir kaufen wieder nichts, weil 50. So. Gegen den verlieren wir. Na. Oder? Nö. Wegen ihm. Wegen Na. Na ist einfach nur awesome. Außer so sieht er ein bisschen komisch aus. Aber er ist super. Jetzt hat der verloren. Der hatte 78. Okay. Fiora nochmal. Und hier Varus. Okay. So. Nö. Oh, yes. Oh ja. Das ist gut. Das ist sehr gut. Doppelschild auf Poppy. Super. Super Gedanke, ja. Komm, mach Ulti. Boah, einmal reinpfeffern. Super.
Okay, da komme ich jetzt auch. Aber doch nicht zu unseren ADCs. Das war kein guter Ausraster, aber es reicht. Es war nicht gut, dass er die zurückgeschleudert hat. Okay. Shyvana Nummer 2. Da brauchen wir auch keinen. Okay. Shyvana Level 2. Warte, nee. Ah, ja. Das war dumm. Das sind krasse. Krasse Attacker. Come on, come on, come on. Oi. Das war Fail von mir. Also ich habe mich vollkommen falsch aufgestellt. Er kam zwar nicht zu mir hin, aber falsch aufgestellt. So, wen brauchen wir denn? Nobelhobel. Ist er Nobel? Könnte sein, dass er Nobel ist. Das könnte sein. Aber er wird sowieso gepickt. Ich will mal schauen, ob der Nobel ist. Ich weiß es wirklich nicht. Also Kyle ist auf jeden Fall Nobel. Also, aber der? Nee. Ist er nicht. So, oh, Entschuldigung. Klingenmeister. Habe ich nur einen. So. Ah, der ist schon wieder. Oh, und Phantom. Sehr gutes Ulti von Leona. Sehr schön. Aber ich verliere. Nein, knapp. Aber trotzdem verliere ich. Ich verliere nicht. Vor allem nochmal so theatralisch ausholen. Da. So, da ist noch eine Noble. Das ist auch Noble. Aber die ist auch nicht. Wer ist denn noch Noble? Boah. Ich weiß es echt nicht. Warte, ich schau mal kurz nach. Warte mal. TFT. Klassen. Gewinne ich das? So. Wie geht's? Das war eine hässliche Ulti. Aber das hatte ich gewinnt. Wow, das ist so klein, dass ich es nicht sehen kann. Was nochmal? Ja, ich kann es ja wirklich nicht erkennen. Juhu, da ist eine Nobele. Nobelhobel. So, 5.
Okay. Nee. Aber dann fängt die mit mehr Mana an, das ist gut. Er ist Novel. Ihn habe ich vergessen. Oh nein! Oh Gott, stimmt. Er ist Novel. Jetzt haben wir 100 Rüstung mehr, überall. Bin mal gespannt, ob das sich lohnt. Oder ob ich jetzt verliere und nah wiederhole. Aber 6-mal Nobel und 2-mal Ritter und 2-mal Bogenschützen. Gegen... Ja, Rüstung hilft halt ja nichts gegen Magie, ne? Okay, die hat halt richtig viel ausgehalten hier. Uiuiui. Okay, es ist nicht schlecht. Es ist gar nicht schlecht. Und jetzt halt noch die da dazu. Das wäre ein bisschen abartig. Ja, aber ich kauf sie mal. Ich kauf sie mal. Ich glaube, ich verkaufe sie. Weil die passt jetzt nicht mehr dazu. Ich warte mal. Ich warte mal. Da ist halt auch das... da bin ich jetzt gespannt. Weil an sich müsste ich den richtig gut countern. Uiuiuiui. Oh, das Ulti ist super von... Nein! Er tötet mich. Uiuiui. Das Ulti war super. Das Ulti war Bombe. Das war ultra gut. Stellen die ihn mal ein bisschen nach da auf. Ja, das ist egal, wenn er schnell stirbt. Aber der muss halt zu seiner vollen Größe gehen. Die kann nicht arbeiten hier. Jetzt kann sie arbeiten. Wie groß der Drache ist, huiuiui. Sehr schön. Entschuldigung. GG und so. Also entweder ihn oder sie. Einen von beiden auf jeden Fall. Also sie ist 100 pro ganz am Anfang weg. Der holt sie, genau. Und ich hol mir Knarr. Dann ist er Level 3. Ist auch okay. Ist auch okay. Was hat er jetzt? Ah, das ist der Assassin-Typ. Ah, das ist Assassin-Typ. Aber Assassinen dürften eigentlich gegen diese Aufstellung auch nicht viel zu sagen haben. Rein theoretisch natürlich. Wieso ist hier eigentlich Aurelion Sol? Was soll das? Genau, gegen den kämpfe ich jetzt. Weil ich habe ja ultra viel Rüstung. Ja, ich glaube, ich gewinne ziemlich eindeutig. Bam. So. Nochmal Rain. Hm.
aus. Okay. Unter 40 gehe ich jetzt noch nicht. Weil, ja. Man kann mich ja nicht one-shotten. Noch nicht. Ja, ne. Dieses Mal ist es sogar besser als letztes Mal. Super, superbe. Okay. Ich stelle mich mal hier so auf, damit der hierhin kämpft und die da schießen einfach da so hin. So, jetzt brauche ich auf jeden Fall nochmal eine Keil und zwei Vayns und ganz viele Varusse. Vielleicht bekomme ich dieses Mal was von dem Drachen. Ist ja nicht normal. Ja, klar, ja. Du willst mich umbringen oder was? Oh Gott. Ah, das ist ja gar nicht so verkehrt hier. Das ist ja gar nicht verkehrt. Schnellfeuer. Nein. Das bekommt sie. Du bekommst Treffer ausweichen. Ja, komm. Okay. Der hat, glaube ich, den da vernichtet. Ja, aber ich schlag den auf jeden Fall. Oh yeah. Das ist super. Läuft gerade sehr gut. Shimana wird abgelöst durch Na. Nö. Varus. Das hat. Ah, hier war nochmal Varus. Uiuiui. Ja, jetzt ist Game Over. Jetzt ist Game Over. Ah, da war sogar noch ein Lucian. Ach, verdammt. Ah, jetzt hat er sich aufgeteilt. Oh, nein. Und meine haben ihre... Ah, wow. Super. Das war perfekt. Ich muss Lucian auch... Wobei, Lucian hat immer noch überlebt. Kindred? Wenn ich jetzt halt noch Kindred da reinhaue, dann ist es halt sowas von unfair. Das ist halt... Nee. Das darf man nicht. Okay. Da war Lucian. No upgrades, ja. Ja, den kann man mal. Nö. No way.
So, ich versuche immer noch. Ah, gut, er hat überlebt. Das ist schön. Ja, da brauche ich echt nichts. Ah, hier ist die Arkadi, die er braucht. Nimmt aber nicht. Ich nehme einfach irgendjemand, I guess. Nee. Hier Anti-Mage. Okay, finaler Kampf. Dieses Mal sieht es besser aus für ihn. Dieses Mal ist es besser. Bis zum Strike von Varus. Cool! Yay! Wir haben gewonnen mit 6x Noble. Wow. Ja, Varus hat wirklich. Ja, ohne Varus hätte ich nicht gewonnen. Gut. Ja, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye.